Hallo liebe Razerinnen und Razer, herzlich willkommen liebe Map-Editoren. In diesem kurzen Tutorial zeige ich euch den richtigen Umgang mit Sentus Lake, ein Skript, was man sich zusätzlich für den Waze Map-Editor downloaden kann, wenn man denn möchte. Ist nicht verpflichtend, aber eine coole Sache. Ja, wir suchen uns dafür als erstes irgendein Segment aus, gehen dann hier auf das Lake-Symbol und schauen einmal, ob es richtig eingestellt ist. In diesem Fall natürlich Deutschland und alles andere lassen wir so, wie es ist. Dann gehen wir zurück hier auf Allgemein und sehen hier diese beiden tollen Grafiken, die ein wenig versteckt sind, und schauen in der Beschreibung, was sie denn bedeuten. Ja, in diesem Fall kann man hier zum Beispiel einen Download fragen oder natürlich einen Log. Machen wir doch einfach mal einen direkten Live-Test. Ich habe mir nämlich dieses tolle Segment hier ausgesucht. Das ist ein Fußweg von Admin Stuff, wurde erstmal angelegt und ist mittlerweile komplett nutzlos, weil wir haben immer noch keinen Fußgänger-Support und es gibt hier auch keinerlei Ziele, die verknüpft sind und auch keine Hausnummern, kein gar nichts. Deswegen kann dieses Ding weg. Ich selber kann das jetzt mit meinem Account hier nicht machen, aber ich kann nachfragen, ob es jemand löschen möchte. Also frage ich nach einem Download und klicke da mal drauf. Jetzt meldet mich hier Chrome, möchte ich das wirklich machen? Ja, möchte ich. Ich möchte einen Grund eingeben. Grund ist alter Fußweg vom Admin Stuff. Bitte löschen. Ab die Post. Wenn jetzt so eine grüne Bestätigung da ist, dann habt ihr alles richtig gemacht. Schauen wir mal nach. Da ist es. Eine Sperrungsanfrage funktioniert ähnlich. Auch hier gehen wir wieder auf irgendein beliebiges Segment, was gerade gesperrt werden muss. Gehen dann auf den Reiter Sperrungen und hier haben wir wieder zwei Auswahlmöglichkeiten, die versteckt sind, aber anklickbar. Und dort können wir eine Sperrung anfragen oder eine Sperrung anfragen zum Freigeben. Ja, falls zufällig der Erfinder dieses Skripts gerade zusieht, hier ein kleiner Verbesserungsvorschlag, einfach nochmal eine Überschrift machen, Sentus Lake. Ich denke, das wird viele Leute helfen, die Buttons richtig zu benutzen oder das Ganze einfach auch als Button nochmal einzurahmen, dass man weiß, man kann das anklicken. Farblich hervorheben wäre natürlich auch eine Option oder sogar beides kombinieren, farblich hervorheben und als Button einrahmen. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob euch einer dieser Vorschläge gefallen würde und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn der entsprechende Editorhersteller das, der entsprechende Scripthersteller das ändern kann, wenn er möchte. Ist natürlich sein Script und ich sage an der Stelle großes, großes Danke dafür, dass es zur Verfügung gestellt wurde, kostenlos für die Community.